Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Garten Live. Wir haben ja schon sehr viel umgebaut mittlerweile und es fehlt aber nur noch ein bisschen was. Und zwar die Ecke, die möchte ich jetzt noch heute fertig machen mit euch. Wie es manchmal ausschaut, wenn das hier vor einem vorm Gesicht schwebt, dieses Zeug. Gut, ich würde sagen, wir brechen einfach mal ab hier. Also es ist quasi, wir sind noch an der Stelle, wo ich den letzten Part aufgehört habe. Also das heißt, wir gehen einmal zurück. Tag 61, jawohl, wir sind im Herbst. Also es sind immer tatsächlich 30 Tage. Und wie sollte es anders sein? Es regnet. Muss es ja nicht unbedingt im Herbst, aber tut es. Der Vorteil ist, ich muss nicht gießen. Also zumindest nicht diese beiden hier, weil die kriegen ja sonst kein Wasser. Es müsste eine zentrale Stelle geben, wo ich alle Rasensprengler ausmachen kann. Das wäre genial. Das wäre wirklich genial. So, ist natürlich jetzt die Frage, ob wir hier irgendwo Unkraut haben oder nicht Unkraut, sondern Insekten. Aber ich höre nichts. Frösche höre ich. Da gibt es einiges an Samen, aber nichts Neues. Haben wir hier noch was Neues? Schade, gerade bei den Sonnenblumen, wo es noch fehlt. Ne? Das wäre halt super. Super duper wäre das. Na gut, keine Ahnung, warum der Boden so komisch ausschaut. Ich meine, klar, es ist Herbst, aber braun? Ich weiß nicht. Na gut. Ist egal. Tun wir mal das Unkraut weg, was jetzt da so rumwächst. Wenn jetzt hier dahinter Unkraut wäre, käme ich nicht dran. Ne? Insofern ist dann schon die Überlegung, ob ich nicht vielleicht einen von diesen Wägen irgendwie da hinten platziere oder so. Ansonsten hier ist kein Unkraut. Da haben wir noch mittendrin was. Da noch irgendwo. Da haben wir noch. Also ein gestörtes Unkraut eigentlich nicht. So wirklich. Da haben wir noch. Da sind auch einige Samen, aber auch nichts Neues. Und hier gibt es wieder. Bitte keine Samen einsammeln. Sind hier nochmal Tierchen irgendwo? Gut, das passt. Hier könnte es sein, dass vielleicht mal Ungeziefer noch ist. So, aber neue Samen gibt es jetzt da auch nicht, ne? Also die Rosen, die lassen sich Zeit mit neuen Samen. So, passt bei dir alles? Bei dir passt alles? Passt da hinten alles? Jawohl. Passt hier alles? Gut. Und ansonsten, ja. Sollte alles gut sein. So. Dann kommst du dahin. Und tja, dann geht's schon wieder los mit den Samen sammeln, aber ich mag jetzt nicht. Ich mag jetzt nicht schon wieder Samen sammeln und verräumen. Wir machen jetzt mal hier weiter. Wir haben ja mit dem Nieswurz aufgehört und die Narzissen sind jetzt als nächstes dran. Das heißt, wir werden uns zum einen mal zwei von den Dingsies holen. Hier. Also gesagt, ich tue die halt alle mal rein. Gitter brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal zu Leslie fahren. Ich dachte echt, ich hätte noch so viel Gitter. Aber die habe ich alle verbaut, ne? Das sind nur noch die hier. Kann ich die eigentlich verkaufen auch? Oder sind die jetzt auf immer und ewig hier in meinem Inventar? Da habe ich nichts mehr. Aber sowieso mal interessant, jetzt zu Leslie zu gehen.
Weil nächste Jahreszeit kann es natürlich sein, dass es jetzt halt auch da neue Sachen gibt. Ich hoffe, dass ich diese Ranke dann noch kaufen kann. Bitte, bitte. Let us say hi to our guest. Der ist da. Halloween. Halloween war da. Nee. Das ist doof. Das ist ultra doof. Aber ich meine, ich tue ja nicht jede Jahreszeit dann dekorieren. Ich mache das einmal und dann ist gut. Ich fände es schon besser, wenn es die Teile immer geben würde. Vielleicht sowas wie jetzt diese Halloween-Dinger hier. Vielleicht dann wirklich nur im Herbst oder sowas, aber auch das Zeug da von mir raus. Ja, das ist doof. Das ist doof. Weil ich meine, bei den Pflanzen habe ich Bye-bye gedacht. now. Ja. Bei den Pflanzen habe ich gedacht, dass da vielleicht irgendwie dann jede Jahreszeit eine neue Pflanze oder sowas kommt, aber dem ist ja auch nicht so. Wenn du einmal alle Pflanzen hast, dann hast du alle Pflanzen, ne? So, lass mal zurückfahren, dann kann ich das jetzt nicht machen damit. Das ist äußerst ärgerlich. Das ist äußerst ärgerlich. Da möchte ich keinen wegbauen. Hier möchte ich keinen wegbauen. Was mache ich denn jetzt? Verdammt. Das ärgert mich jetzt. Okay, dann nehmen wir die hier weg. Und dann hoffe ich, dass ich die gerade hinbekomme. Ja, das geht schon, denke ich. Bisschen hinter, dass wir bis an den Kasten ranrücken. Aber dann ein bisschen rein, weil sonst haut es nicht hin mit dem Abstand. So. Jetzt muss ich es bloß noch schaffen, dass ich die Kästen davor gerade hinbekomme. Ich glaube, das schaut nicht gut aus. Nee. Das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen, ja. Einmal. Und zweimal. Perfekt. Und die müssten dann auch gegossen werden. Also von den Dingsies hier. So, dann tun wir die hier mal wegschneiden. Ihr kommt jetzt mal nach oben. Dann schneiden wir die jetzt mal alle weg. Und die Narzissen, so viel ich weiß, haben wir alle, ne? Ich muss noch mal nachschauen. Wie gesagt, ich kann mir das nicht merken. Das ist viel zu viel, was man sich da merken müsste oder aufschreiben oder sonst was. Und ich will eigentlich ein Spiel machen und nicht hier noch zusätzlich eine Excel-Liste führen. Wobei das natürlich von der Übersicht her am besten wäre, ne? Nochmal eine Excel-Liste. So, Narzissen, genau, haben wir gesagt. Narzisse. Räumen wir mal rein. So, und das müssten die fünf Farben sein. Ich muss nochmal nachgucken, sorry. Sorry dafür. Aber die waren ja, glaube ich, relativ weit vorne. Nieswurz. Halt. Ich trigger den Buchstaben D, dass ich möglichst schnell vorwärts komme. Ne, wir haben tatsächlich alle fünf Farben. Dann passt es. So, dann ist jetzt nur die Frage, wenn wir fünf Farben haben, wir kriegen ja drei Stück nebeneinander.
Dann machen wir natürlich noch eine sechste Farbe mit rein. Wir haben Rot mit drin gehabt. Aber ich würde sagen, die Weißen gefallen mir eigentlich ganz gut. Dass ich links und rechts jeweils eine Weiße hinmache. Und ein Ballon. So, vielleicht können wir den da so... Genau, wunderbar. Mir geht es bloß darum, dass das irgendwie hier gekennzeichnet ist. Passt. So. Dann machen wir eine Weiße. Dann kommst du in die Mitte. Und du daneben. Dann die Rote. Die Orangene. Und dann noch eine Weiße. Yes. Ich habe ja schon gesagt, ne, ich hätte am liebsten hätte ich irgendwie so kleine Kisten oder sowas, dass ich die Samen und die Blumen immer direkt bei den Beeten einfach reinpacken kann in eine Kiste. Das würde mir so viel, so sehr gefallen, ehrlich. Aber gut, ist halt nicht so, ne? Muss ich halt jedes Mal an das Pult laufen. Okay, damit haben wir die Narzissen. Das heißt, du kannst weg. Das Ding kann ich jetzt auch mal vielleicht irgendwie... Was können wir da herstellen? Ist ja eh nur als Deko und selten als im Einsatz. Da sind auch keine neuen Samen, ist okay. So, euch haben wir fertig. Dann kommt als nächstes der Mohn. Der Mohn ist ready. Oh, warte mal, kann ich dich so herstellen vielleicht? Wobei ich ja da hinten auch schon einen habe, ne? Ist egal, ist egal. So, dann raus damit, den Luftballon einsammeln, Bank weg. So, Mond haben wir alle, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Farben das sind. Das sind 6, 7, 8, keine Ahnung. Nein. Mond. Hortensie, Iris, Jasmin, Mohn. So, insgesamt 6 Farben, das heißt 2 Tische, A3. Hier, Mohn. Tun wir mal weg. Tun wir mal weg. Ist das jetzt alles Mohn gewesen? Ja, ne? Seite 13? Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Dann haben wir nach dem Mohn haben wir dann im Grunde noch die Ecke frei. Für den Rest. Das heißt, ich würde gerne in dem Fall die Tische, die ich da habe, mal probieren, ob ich die nicht so hinstellen kann, sondern so hin. Bist du gerade? Eigentlich schon, ne? So, das mag jetzt halt auch wieder dem einen oder anderen nicht gefallen. Das ist ja normal. Mir passt es allerdings so. So, dann 3 Stück passen nebeneinander.
daher. Warte mal, ich tue den Ballon noch mitnehmen. Zwei und der letzte. Gut. Und damit haben wir den Mohn. Wirst du gegossen davon? Ich hoffe doch. Das Ding kann ich eh mal wegtun. Yep. Das taucht mir. Bei den Narzissen bin ich mir jetzt ja nicht ganz sicher. Von der Menge her. Muss ich natürlich auch wieder nachschauen. Aber zuerst mal wegschneiden. Dann ausbuddeln. Dann weg damit. Hier könnten wir jetzt ja zum Beispiel, weil es ist ja hier, denke ich, ja genau, da ist noch ein Wasserding. Dann mache ich nämlich eins von den Teilen dahin. Weil ich nämlich, wenn ich jetzt die Tische wieder platziere, die wieder in der Ausrichtung hier haben möchte. Ja, gut. In der Ausrichtung einfach ein bisschen weg. Jetzt weiß ich nur, wie gesagt, nicht, wie viele ich da brauche. Gehe ich da in die Mitte? Im Grunde könnte ich in die Mitte gehen, ne? Weil rankommen tue ich ja. So, weil da kommt man rein. Da würde ich jetzt halt gerne nochmal zwei solche Holzdinge hinstellen, aber da sagt das Spiel nein. So, genau, Lilien. Halt, schauen wir mal. Lilie. Liliana ist auch ein schöner Name. Keine Ahnung, warum mir das jetzt einfällt. Lilierot. So, hier haben wir Lilie Dunkelrose. Behalten wir gleich drin. Die können wir reintun. Dann haben wir die Lilie Regenbogen. Dunkelrose, so viele? Das habe ich gedacht. Die Weiße. Und die rote, so. Lilie. Und, aber ich glaube, das waren auch schon alle von den Lilien. Ich hätte jetzt auch noch mal gucken können, ob ich da hinten einen Luftballon platziert habe. Iris, Jasmin, Lilie halt. Lilie, nee. 2, 4, 6, 7 Stück. Warum seid ihr jetzt wieder zu siebt? Mann. 4 Farben haben wir. Und dann sind die Dinger auch noch so verdammt fett. Ja, okay. Moment, ein bisschen hier rüber. Nochmal. Ja. Dann machen wir da einfach nochmal 2 Tische her. So. Und dann kommt in jeden Tisch eben 2 Stück. Wenn wir 7 Stück haben. So, dann haben wir hier Nummer 1. 2. 3 und Nummer 4 und 3 Stück fehlen noch. Ich habe auch schon überlegt, jetzt, ich markiere es ja jetzt im Grunde, wenn ich alles habe mit einem Ballon, ne, ob ich mir das irgendwie noch markieren könnte, wie viele da noch fehlen. Da könnte ich vielleicht irgendwie
keine Ahnung, einen Stein nehmen oder vielleicht einen Blumenstrauß oder wie könnte ich denn das markieren? Mit Blumentöpfen? Oder mit Gartenzwergen? Die wollte ich ja eh mal platzieren. Nimm die mal mit. Die können wir ja verteilen. Die Schnecken genauso. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. So viele Pflanzen, wie fehlen, so viele Deko-Gegenstände könnte ich da platzieren. Einfach an der Stelle. Oder Steine. Warum nicht? Sehr moosiger Stein. Ich weiß nicht, wie groß du bist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, die sind ein wenig größer, aber ich nehme sie mal mit. Hier, die schauen noch klein aus. Probieren wir nochmal. Es ist nur so ekelhaft dunkel, ne? Es tut mir auch echt leid. Aber ich muss ja im Grunde die ganzen Samen noch einsammeln. Und es ist wirklich mühselig jetzt mittlerweile, dann bei der Menge an Zeug. Und durch das, dass es das nicht automatisch einsortiert und ich jedes Mal an diesen Schrank darf, ist das wirklich ein wenig, sorry, aber es ist mühselig, wirklich. So, hier könnten wir jetzt dann zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich eben für jede Pflanze, weil 3 Stück fehlen ja, mache ich dann 3 so Steine daher, zack. Und sobald ich ein neues habe, passt. So, hier haben wir Ballon, hier fehlt noch was. Da weiß ich jetzt nicht, da fehlen glaube ich auch noch 2 Stück. Ich glaube 7 Stück sind das insgesamt. Ist egal, ich mache jetzt halt mal hin, 2 Steine. Hier fehlen uns ja auch noch welche, da fehlen uns im Grunde 3 Stück, weil wir haben nur die eine Farbe. Allerdings, wenn ich die jetzt halt, ich könnte das höchstens davor einfach dekorieren. Weil ich sage, okay, ich habe die jetzt angepflanzt, aber ich platziere hier, einfach um zu wissen, es sind noch 3 Stück, die fehlen, platziere ich die einfach mal da. Und dann immer, wenn ich eine neue Pflanzensorte bekomme, kann ich den Stein wegtun, mache die Pflanze neu und dann passt's. So, stiefmütterlich weiß ich jetzt nicht. Hier weiß ich, dass noch eine fehlt. Das heißt, ich mache dann auch nur einen Stein dahin. Nicht 2, weil ich jetzt 2 einpflanzen möchte, sondern wirklich nur einen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, ne? Wenn ich dieses Ding jetzt nicht einsammle, weiß ich nicht, ob die am nächsten Tag noch da sind. Ich lasse es jetzt halt einfach mal. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, weil mir das wirklich ein wenig zu heftig ist jetzt mittlerweile. Mir macht das Spiel ultra viel Spaß, ganz ehrlich, aber diese Verwaltung mit dem Lager, das ist zu viel. Und wenn ich jetzt halt hier keine neuen Samen irgendwo sehe, dann ist es mir jetzt egal. Nee, da ist auch nichts Neues. Bei den Rosen vielleicht habe ich Glück. Nee, auch nichts Neues. Auch alles. Nochmal die Samen. Hier haben wir nichts Neues. Und das Wetter macht eh keinen Spaß. Das Wetter macht keinen Spaß. Komm, lasst uns gehen. Ich hoffe mal, dass am nächsten Tag schönes Wetter ist. Ja, danke schön. Bei Regen macht es einfach keine Laune. So. Also, Samen sind noch alle da. Das heißt also, die verschwinden nicht. Dann muss ich mich auch darum nicht kümmern. So, noch irgendwo. Unkraut. Da war jetzt nichts weiter, ne? Doch da. Ich sollte die Wägen langsam mal platzieren. Da ist nichts Unkrautiges. Da haben wir ein bisschen Laub. Ja gut, jetzt wegen Herbst, ne? Da passiert jetzt natürlich eher,
dass wir hier dann irgendwie vielleicht mal einen Laubhaufen rumliegen haben. Gut. Passt alles. Sind alle Samen noch da. Also solange ich die nicht einsammle, kommen dann wahrscheinlich auch keine neuen. Vermute ich jetzt mal. So, lass mal gucken. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Schmeiß die Deko wieder raus. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das hin dekorieren soll. Die Steine, ich kann es mir eh nicht merken, die hole ich dann wieder separat, wenn ich das gemacht habe hier mit dem Umstellen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, dann kommst du weg. Wir brauchen für die Klimatis... Jetzt habe ich halt keine Ranggitter mehr. Das ist echt so ärgerlich, ne? Wenn ich die hier wegmache, das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, weil hier kommen dann sowieso die Tulpen hin. Oder ich mache... Ja komm, ich mache diese beiden hier weg. Ich hätte da echt noch 10 Stück kaufen sollen. Oder mehr. Ihr seid nicht hundertprozentig gerade, aber taucht mir schon. So, dann haben wir das hier als, ja, machen wir einfach, dass wir die Eisenranggitter nehmen, weil dann ist jetzt halt hier dann die Iris, Jasmin und Klematis, die sind dann hier. Da machen wir jetzt einfach die Klematis hier mit dran. Wir schauen jetzt nur noch mal nach, halt. Das Ding bitte wieder platzieren. Das machen wir jetzt halt einfach hier vor die... Na? Vor die Säule daher. Oh, da haben wir was Neues. In Schwarz. Ja, cool. Und dann gleich nochmal eine. Und die Weiße. Das heißt, wir haben jetzt halt hier sogar alle... Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssten hier sogar dann alle sein. Hallo, kannst du die jetzt bitte mal wegschneiden? Wegschneiden, bitte! Mag's nicht, ne? Jetzt. Dann tun wir die zwei nämlich auch noch weg. Werden die automatisch geschnitten, wenn ich die raus tue? Ist mir egal. Ich tue die jetzt einfach mal raus. Dann kommt ihr nämlich in Schwarz daher. Und in Weiß daher. Man darf ja nicht alles so schwarz-weiß sehen, ne? Sagt mir. Also dann nehme ich dich aber auch noch mit. Na, gut. Das hätte ich von Anfang an machen müssen mit dem Markieren. Ne? Solche Ideen kommen dir halt erst irgendwann mal im Spiel. Und dann ist es eigentlich schon so, dass du fast wieder am Ende bist. So, rosa. Rot. Rosa, rot. Herzblume. Nochmal reinschauen, ob es denn auch... noch wirklich nur die 4 sind. Hier, da, ja, das war 4 Stück. Wunderbar. Dann hast du dir einen Ballon verdient. So, dann stellen wir hier mitten rein. Oder hier drauf, genau. So. Passt. So, Klematis wollte ich eigentlich gucken. Hinten ist ein Sprenkler, da ist ein Sprenkler. Ich habe einen Sprenkler noch einstecken, dann stelle ich jetzt den da einfach da in die Ecke, was egal ist. Lieber zu viel als zu wenig. So, dann schnippeln wir mal die Klematis weg. Da kriegen wir die Samen automatisch. Hier. Weg mit dem Gitter. Dann schauen wir wegen der Menge.
Also mir tut's echt leid, ne, dass ich so häufig da hin und her laufen muss, aber dafür habe ich einfach keinen Kopf. Nett. Nee, das ist kein Busch. So, Clematis. Einmal, zweimal. Ach stimmt, die weiße habe ich ja auch mittlerweile, ne? Clematis Flieder. Flieder, Rosa und Blassrosa haben wir. So. Schauen wir nochmal rein. Halt. Insgesamt 6 Stück. Die hier vorne nehme ich weg. Die muss ich dann später einfach wieder hinstellen. Die nehme ich jetzt weg. Als 6 Stück von der Clematis, das ist ja ein wenig heftig. Wir machen pro Gitter im Grunde 2. Na, ist klar. Einmal, zweimal, dann kommst du daher. Und dann brauche ich nur noch mal Steine. So, es wird schon passen. Mach's einfach hin. Steine habe ich jetzt nur vergessen. Sind ja dann noch genau die 3 Stück, die auch fehlen. Ihr seid mir wenig zu groß. Manchmal kann ich euch draußen platzieren, weil die sind mir wirklich ein wenig zu groß. Hier, da bauen wir den Wagen ein wenig ein damit. Und hier so eine kleinen Felsding sie hin. So. Recht damit, die sind mir zu groß. Das kann ich ja auch. Ich denke mal, dass die auch sehr groß sind. Hier, die hier. Und da wird nur 3 brauchen. Ich hätte den gleich in die Hand nehmen sollen, ne? Hier. Dann hätte ich es gesehen. So, einmal, zweimal, dreimal. Dann sind die Plätze reserviert für die Clematis. Gut, und bei der Jasmin und bei der Iris machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Gucken wir mal, wie ich es gestalte. Ob ich das hier nochmal ein wenig rüberziehe oder was weiß ich. Aber ich glaube, das passt vom Radius her doch ganz gut. Das hat hier vorne die mit drin. Der hier hat... Ja, das geht schon, das passt schon. Aber dann komme ich jetzt da nicht mehr hin, ne? Oh Mann! Oh. Okay, das ist dann nix. Das muss ich dann auch nochmal ändern. Ist gut, ist gut. Das ist echt übel. Na gut, Leute, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.